Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kleinen Video von mir. Ich habe mir gedacht, jetzt wo alle ins neue Jahr feiern, mache ich ein kleines Video. Ich habe Lust auf Farmen. Also nennen wir das jetzt einfach mal, wie viel bekommt man in einer Stunde? Ihr seht oben in der Mitte den Timer. Also beziehungsweise die Uhr. Und wir werden jetzt einfach gemeinsam zusammen eine Stunde lang farmen. Ich werde zwischenzeitlich sicher trinken. Und immer wieder mal die Erze zurückbringen. Aber wir werden eine Stunde durchfarmen. Und auch schon geht's los. Ich muss jetzt noch zuerst ein bisschen mehr Ton hier reinbringen. Ich habe das Gefühl, ich höre nichts. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir fliegen zuerst mal eine Runde und schauen, wo wir was Gutes finden. Wir gehen da nach da hinten irgendwo. Mal wieder ein Spawn unter der Erde. Zuerst suchen wir uns ein kleines Fleckchen, wo ich dann mich unter die Erde buddeln kann und dann machen wir klassisches Strip Mining. Ah, hier sieht es doch schon mal gut aus. Ich denke, hier beginnen wir. Hier beginnen wir doch einfach. Und bauen uns einfach nach unten. Tja. Ich werde alles behalten, was ich finde, das heißt auch die Kohle, denn auch mit der kann man sehr gut Geld machen. Zum Schluss schmelzen wir das komplette Material und bringen es am Spawn zum Verkauf. Ah, ich mache das so, dass ich die Kohle auch mit Behutsamkeit abbaue. Dann sollten wir mehr rauskriegen durch die Öfen. Wir gehen zusätzlich noch auf die Elferhöhe. Heißt ja immer, dort findet man am meisten. Oh, hier hat schon eine Höhle. Gehen wir natürlich auch noch kurz rein. Sobald wir hier die Kohle haben. In welche Richtung buddeln wir uns dann nachher? Norden, hä? Okay. Hier hat es noch nicht so viel Zeugs. Da habe ich keinen Bock drauf. Gehen wir Norden noch ein bisschen tiefer und dann einfach Richtung Norden. Und 11.
Schon die ersten Emeralds. Ich denke, mit den Emeralds werde ich das so machen. Ja, die werden wir als Roherz in der Mall verkaufen. Dann können wir da auch noch ein bisschen Geld rausschlagen. Aber den Rest, den verkaufen wir komplett am Spawn. Oh, schon wieder. Meins. Ah, hier oben hat es schon ein bisschen Zeugs noch gehabt, oder? Ja, nicht viel. Die bisschen Kohle nehmen wir mit. Ich muss immer überlegen, welche Picke ich in der Hand habe. Ich sollte die echt einmal beschriften, damit ich weiß, welche ist. Wir machen das jetzt mal so und setzen den ersten Home. Damit wir den auch wieder zurückfinden an unseren Gang hier. Sechs Minuten schon geschafft. Die Redstone-Erze bauen wir mit der Glück-3-Hacke ab. Die müssen wir nicht noch durchbrennen, das gibt mehr mit der Glückshacke. Hier ist Lava. Bei mir im Hintergrund hört man schon das Feuerwerk. Oh. Hier ist Kies hier im Weg. Noch Eisen brauchen wir auch. Ah, das erste Diererz. Juhui. Oh, und Emeralds finden wir auch ein paar hier, huh? Thank you.
Ich bin ja eigentlich noch mega gerne in der Farmwelt. In letzter Zeit farme ich wieder sehr, sehr gerne Erze. Eine Weile war ich fast nur im Nether unterwegs. Ups, jetzt sind wir auf. Komm, wir gehen auf 11. Eigentlich nur im Nether unterwegs und habe Quarz gesammelt. Weil ich halt auch dringend XP brauchte. Das holen wir uns auch. Oh, falsche Picke. Ich werde, glaube ich, die Folge einfach in gesamter Länge nicht vorgespult hochladen. Dann könnt ihr euch alles anschauen, ob das so legal war. Jo. Und wenn ihr einfach nur das Endresultat haben wollt, dann spult doch einfach vor. Ich denke mal, das Durchbrennen der Materialien muss sich nicht zwingend zeigen. Das machen wir jetzt noch so. Ein paar Blöcke daraus und schmeißen die schon mal hier rein. Steinkohle haben wir auch schon zwei volle. Und der Rest muss dann mal raus irgendwann, hä? Ich bin selber gespannt, wie viel ich in einer Stunde überhaupt rausbekomme mit Farmen. Habe ich so noch nie gemessen. Aber es müsste eigentlich schon... Ja, keine Ahnung. Mega schwierig zu sagen. Soll ich jetzt mal eine Schätzung abgeben? Ich sag 4K. 4K, also 4000 Mark, sollten doch schon drin liegen, oder? Aber ich habe es halt wirklich noch nie getestet, wie viel das in einer Stunde zusammenkommt, einfach nur mit Strip Mining. Ich werde wahrscheinlich sogar die Höhlen größtenteils unbeachtet lassen. Vielleicht kurz reingehen, aber nachher direkt wieder zu meinem Gang zurückgehen. Oh, ich nehme wieder die falsche Hacke. Oh, wir haben Kohle verschwendet. Egal.
wieder fast die falsche genommen. Ich bin, glaube ich, nicht so konzentriert hier. Aber egal, die Fehler gehören ja dazu. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen was loswerden hier. Der ganze Mist brauchen wir nicht. Das Kies hätte ich zwar behalten können. Ein Grasblock bringt mir auch nichts. Und dann, von dem haben wir schon wieder ein Stack. Und hier auch. Krass. Das schmeißen wir auch mal rein. Ah, jetzt frage ich mich schon, ob wir 4K hinbekommen. Ja, doch. 4000 sollten schon drin liegen. Eine Stunde Farm, das ist doch viel Arbeit. Muss doch belohnt werden hier. Was ich, das finde ich ein bisschen schade, dass hier die Lava momentan nicht fließt. Macht das Ganze einfach zu einfach. Ja, der ist reingefallen. Komm schon, meins. Ja, ist halt schon, du kannst einfach so neben. Ja, wieso nehme ich das jetzt nicht auf hier? Ah, jetzt. Neben die Lava stehen und nichts verbrennt. Schon ein Riesenvorteil. Ich buddel gerade aus. Was haben wir jetzt schon 400 Blöcke gemacht? Ja, etwa. Hä? 400 Blöcke in eine Richtung. Ich glaube, bei circa 6, minus 6000 haben wir begonnen. Ja, Gold, 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 Gold. Normalerweise behalte ich das Gold für mich. Ich mache mir öfters noch Goldäpfel und für das brauche ich immer wieder Gold. Aber jetzt für den Versuch, fürs Video hier, verkaufen wir natürlich auch das. Sonst macht das Ganze gar keinen Sinn hier. Buddeln. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Spaß mir das hier macht. Vor allem immer im Hinterkopf, das gibt viel Geld auf mein Konto. Kann ich mir wieder was Schönes kaufen? Doch, doch, also ich finde schon, auf dem Server hier ist es definitiv einfach, Geld zu farmen mit ein bisschen Anstrengung. Da müsst ihr ja zuerst auch die Ausrüstung dafür haben. Aber die hat man ja wirklich schnell zusammen. Oh, da hat es noch eins. Und noch eins. Ding meins. Und noch eins. Geilo. Bisschen mehr Dia könnten es sein. Das läuft nicht so gut hier. Ich brauche mehr Dias. Oh. Das machen wir jetzt so, wir überschreiben den Home hier nochmals. Dann loopen wir hier und gehen nachher da direkt geradeaus. Also die nähere Umgebung loopen wir jetzt doch ein bisschen, hä? Das sind gratis Erze, die vor der Nase liegen. Aber die ganze Höhle mache ich nicht. Ich bleibe so auf der Höhe etwa und gehe nicht zu weit nach oben. Ah, jetzt ist mir da was reingefahren. Schlecht gemacht, schlecht.
hättest mal zuerst das Lava weggemacht, Vini. Ups. Was stecken geblieben. Ah, wie weit geht's hier noch mit der Kohle? So viele Kohle. Soll das Handy weglegen? Schreibt wieder jeder frohes Neues. Dabei ist das noch viel zu früh. Ich glaube, die Zeiten, wo das ganze Netz überlastet ist, sind doch auch vorbei, oder? WhatsApp wird doch noch funktionieren. Wird wohl nicht das komplette Internet abkacken. Früher war das doch so, dass plötzlich die SMS nicht wirklich versendet wurden. Oder erst später, weil so viele Leute gleichzeitig gratuliert haben. Aber ist das heute noch so? Keine Ahnung. Ein paar Emeralds hat's schon, hä? Das hört nicht mehr auf. Ich komme ja nie mehr zu meinem Tunnel. Oh, wo waren wir noch nicht? Da hinten, ne? Da überhaupt irgendwas? Nix. Für nix. Für ein bisschen Eisen hier hochgelatscht. So. Ich denke, wir nutzen den Home und gehen zurück zu unserer Geraden. Oh, da kommt doch mal noch ein Besucher. Hallöchen. Irgendwo hier. Oh, das ist mal Glück, würde ich sagen hier. Dias. Bald haben wir die Halbzeit erreicht. Theoretisch könnten wir eine Challenge draus machen und ihr schreibt mir dann in die Kommentare, wie viel ihr in einer Stunde hingekriegt habt. Wahrscheinlich noch mehr, hä? Okay. Jetzt weiter geradeaus. Ja, Redstone. So, jetzt muss ich das wieder mal zusammenknüppeln hier. Da machen wir Blöcke draus und da machen wir Blöcke draus. Ah, falscher Knopf. Einmal das haben wir, hier haben wir, hier füllen wir. Das ist auch ein ganzes. Das können wir ja noch lassen.
So, bisschen Ordnung hier reinbringen. Hier wird doch schon ein bisschen gefarmt. Das ist alles Abfall, hä? Okay. Weiter geht's. Ich habe jetzt bewusst keine Shovel-Comic genommen. Ich arbeite einfach ein bisschen mit der Ender Chest, wo ich noch Platz habe. Und gehe dann einfach kurz zurück. Ich meine, mit dem Home-System ist man ja wirklich schnell. Ich keinen Platz mehr habe, schmeißen wir das zurück in die Werkstatt. Da habe ich ja Schalke rumstehen. Dann stellen wir das da rein und dann später kann ich es durchbrennen. Da können wir den kurzen Cut machen. Bevor ich alles anfange hochzubrennen, können wir einen kurzen Cut machen. Ich zeige euch einfach vorher und nachher, wie viel das gegeben hat. Da müsst ihr mir ein wenig vertrauen. Oh, jetzt kommt einfach gar nichts mehr hier. Was haben wir denn jetzt für ein Biom? Ah, Forest. Forest nicht so gut. Egal, wir bleiben jetzt mal hier auf der Geraden. Wir können ja dann irgendwann mal wieder wenden, aber ich denke, naja, ich denke, wir bullen uns bis zur Border. Ja, ich habe Kohle gesehen. Kohle. Einbildung war das, Einbildung. Ah ja, noch als Zwischeninfo. Ah, man sieht's, hä? Ich bin jetzt offiziell im Wolf-Clan, also Wolf-Pack-Clan. Alles nur Gestörte da. Wenn ihr das Video bis hier gesehen habt und das gesehen habt, Grüße gehen raus an euch. Nimmt mich Wunder, ob ich das mal im Clan angesprochen werde, plötzlich so. Was sind da alles Verrückte hier, hast du gesagt? Aber ich nehme mal an, sie werden mir zustimmen. Alles Verrückte in diesem Clan. Bah, auf eine Schlucht habe ich so keine Lust. Da musst du dich immer so weit nach oben bauen, bis du mal an irgendwas rankommst. Wir gehen einfach das, was so in der Nähe ist, mal kurz looten. Natürlich haben wir wieder maximal Glück und finden ein bisschen Dia hinter der Kohle. Das ist doch geil. Und zack. Ich glaube, das reicht, oder? Das nehmen wir auch noch mit. Bald setzen wir uns mal noch ein neues Hömchen.
Und weiter geht's. Gerade ausbuddeln. Jetzt haben wir bereits 600 Blöcke geschafft. Geil, geil. Wenn ihr wisst, was für Musik ich gerade höre. Totale Entspannungsmusik hier. Könnt euch ja auch sowas ins Video packen. Dass ihr alle runterkommt. Oder einschlaft. Bei Winnies Video schläft man immer ein. Die sind so super entspannend. Genau das ist mein Ziel. Ihr sollt alle bei meinen Videos einschlafen. Darum mache ich jetzt auch ein Video, was einfach eine Stunde geht. Mein PC wird sowas von überfordert sein beim Video-Rendern. Denn der ist nicht dafür gemacht. Wird dann wahrscheinlich fast einen Tag lang laufen lassen müssen für das Video. Und dann noch hochladen auf YouTube. Das wird lustig. Aber muss. Ich habe Lust. Lust auf ein viel zu langes Video, was sich niemand anschaut. Ja, wir haben die Hälfte erreicht. Die Hälfte, Hälfte, Hälfte der Zeit haben wir mittlerweile durch. Heißt wieder mal ein bisschen aufräumen. Die Ender Chest ist schon fast komplett voll. Ich denke, ein bisschen Müll können wir gleich auch noch wegschmeißen. Ich hoffe, ich nehme das nicht wieder auf hier. Weg. So. Weiter geht's. Ah, das ist den Home. Ah, ich lieb's. Sie haben hier wieder Home-Umsätzen eingebaut. Ich liebe das über alles. Wirklich hart vermisst die Funktion vom alten Home-System. Und jetzt haben sie es wieder drin. Riesen Dankeschön an Horse Blocks. Aber ich lieb. Ist super. So. Ich buddel hier auch gerne Kohle. Hat irgendjemand von euch schon mal Obsidian gefarmt hier auf dem Server? Ich mache das irgendwie nie. Für die Beacons, die ich... also ich brauche das Obsidian eigentlich nur... Ja, für die Beacons. Wenn ich jetzt gerade an Obsidian denke, ich hatte mal gedacht, ich mache den Spawnerraum bei mir zu Hause aus Obsidian. Und genau, das wird meine nächste Etage. Ich wusste nicht mehr, was ich bei meinem Endturm da bauen soll. Aber doch, ich brauche noch einen Spawnerraum. Das brauche ich mit Beleuchtung. Ich frage mich, ob ich es hinbekomme, die Beleuchtung so zu setzen, dass ich auch das Spawn der Blazes stoppen kann. Sollte eigentlich möglich sein, aber ja, mal schauen. Ja, mal schauen, ich hab da eine Idee. Das ist so das Geile an meinem Turm. Ich habe so viel Platz für Technik. Da könnte ich euch dann mal noch meine Farm zeigen. Ja, aber ich denke, das machen wir ja nicht gleich jetzt. Aufnehmen kann ich es vielleicht schon noch jetzt nachher anschließen.
aber erst später das Video machen. So, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Wo war mein Gang? Wo war denn? War ich so weit unten? Wo sind wir jetzt? 21? Ja, das muss ja noch weiter unten sein. Hier, hier, hier. Irgendwie nach Norden müsste ich, oder? Da bin ich rausgekommen. Hier, ich will auch hier weitermachen. Buddeln, 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 buddeln. Ah. Da geht's wieder ab mit Feuerwerk im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört dann das nicht im Video. Wäre ein bisschen schade. Wegen dem Ton, aber ja. Müsst ihr durch. Hier kriegt ihr nur halb okayen Content. Zieht euch das rein oder lasst es. Einen kleinen Lavasee. Und nichts in der Nähe. Ah, doch, hier. Oh. Geil, Dias. Ich dachte doch, so wie Lava muss es doch ein bisschen. Oh, ein bisschen Dias haben. Nehmen wir mit. Kann man gebrauchen. Alles meine Dias. Oh, da hinten auch hat es auch noch welche. Oh, fast mit der falschen. Hacke abgebaut. Erwischt. Meine. Erwischt. So. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich den Gang hatte. Bin ich komplett bescheuert. Wo war der Gang? Der war doch irgendwo. Direkt bei der Lava. Warte, nach Norden müsste ich wieder. Das wäre in die Richtung. Also das heißt, ich komme von... Ah, von hier bin ich gekommen. Dann weiter so. Oh. Upsi. So, wieder da. Redstone, yeah, Redstone. Wie ich mich über jedes Erz freue hier, wie ein kleiner Junge. Oh, Eisen. Uhu, Eisen. Und Redstone. Und Gold. Komm, hab ich alles? Ja. Gib mir das Zeugs. Weiter geht's. Meine Nase, die juckt. Oh, hier kommt ja. Bisschen Kies runter. Nicht mal so schlimm, weil Kies hätte ich eigentlich auch behalten können. Das kaufen auch noch ein paar Leute an. Ja, Kies könnte man auch behalten. Habe ich denn welches? Hier ist Kies.
Ja, dann behalte ich das Kies auch noch ein bisschen. Verkaufen wir auch. Minuten schon erreicht. Die Zeit geht hier schnell rum. Hat mein PC was zu tun? Yeah, yeah, yeah. Morgen lasse ich ihn laufen, um das Video zu rendern. Müssen wir jetzt nicht provozieren hier. Block unter den Füßen abbauen ist doch immer eine dumme Idee. So. Die Lüter hätte ich eigentlich auch mal wegpacken können. Und jetzt packen wir noch die Lüter weg. Und die Rakete, nicht Endrakete, Farm, hier Farmausrüstung. Einmal Elytra rein, einmal Rakete rein. Das Steak auch weg. So. Und craften wir die Blöcke wieder zusammen. Christian, dir auch einen guten Rutsch. Juhu. Ich glaube, mein Inventar könnte sogar noch reichen. Ich muss nicht mal nach Hause gehen. Bisschen deprimierend, weil ich mehr erhofft habe, aber ja, ist halt so. Ich glaube, da gehe ich jetzt nirgends groß hin. Da kriegt man nicht viel raus. Wir bleiben hier unten. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo versteckte Dias. Nee. Oh, nein, mein Wasser ist weggepackt. Ah, nein, ist noch da. Gut. Jetzt habe ich die das schöne Redstone-Erz noch mit der falschen Hacke abgebaut. Das bringt mir nichts. Ich will das so. So und nicht anders.
Danke für die 10 Mark. Noch knappe 15 Minuten und dann ist das Projekt auch beendet. Da versuchen wir jetzt noch alles rauszuholen, was geht hier. Jetzt läuft's wieder mit den Ärzten hier. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, da ist immer noch Kohle jetzt hier. Ja. Ich frage mich gerade, ob ihr überhaupt den Sound von Minecraft habt. Ja, no, sonst ist es halt so. Ja, kann sein, dass ihr den nicht habt, aber ich sehe es ja dann. Wenn ich die Aufnahme anschaue. So, ein bisschen Gold haben wir auch noch. Ja, vielleicht erreichen wir noch die Border. In einer Stunde. Also jetzt haben wir 1000 Blöcke gemacht. Haben wir gesagt, wir haben dich. Ja, das Kies verkaufen wir doch auch noch. Kann man genauso wie die Erze auch in der Mall oder so
loswerden. Also es kaufen noch mehrere Leute ein. Aber ich werde das dann alles in der Mall kurz verkaufen. Ich muss sagen, Dias hatte ich auch schon mehr als heute. Schon mehr Glück. Aber ich hatte auch schon weniger Glück. Von daher ist so ein schöner Durchschnittstag, würde ich behaupten. So, letzten 10 Minütchen. Noch ein bisschen Kies mit. Unter dem Kies ist meistens auch noch ein bisschen was. Aber nicht immer so gut, das Zeug. Ah, schon gedacht, hier fällt Kies runter. Ah, da hast du dich noch versteckt. Oh, falsche Picke. Kann das schon gar nicht mehr aufnehmen hier. Jetzt wird's langsam knapp mit dem Inventar. Wobei ich habe immer noch viel Müll drin. Kohle. Eine Stunde am Stück farmen. Jetzt wäre so der Zeitpunkt für mich, wo ich sage, ich muss mal eine Pause machen. Aber natürlich ziehen wir hier die 7 Minuten noch durch. Und ich wäre einfach zur Abwechslung mal zurück zum Haus und hätte mit Schmelzen begonnen. Hier die ganze Zeit einfach nur buddeln. Ja. Es geht, drückt auf die Motivation, sagen wir es so. Hä? Außer ich würde jetzt so ein riesen Diafeld finden. Dann wäre die Motivation doch glatt wieder da. Haben wir. Komm schon, die Border, die müssen wir noch erreichen. Wobei eigentlich ist das ein schlechtes Ziel, das würde heißen, dass wir nichts mehr finden hier und dass ich mich dann einfach nur gerade ausgebuddelt habe. Schöne Scheiße. Okay, ein bisschen Redstone hat es doch noch, ne? Lustig wäre auch mal ein Video. Wie lange hat man von Border zu Border? Dann buddel ich mich einfach von der einen Border runter.
von der einen Seite gerade nach unten und gehe dann einmal quer durch die Map. Einfach nur Strip Mining. Nur das links, rechts hier mitnehmen, was man findet. Und den Rest lasse ich liegen. Also keine Höhlen, keine Minen. Das ganze Zeugs einfach liegen lassen. So, 5 Minuten noch. Nicht ganz, nicht ganz 5 Minuten. Kies lassen wir Bruchstein raus. Ich habe bald keinen Platz mehr. Noch ein bisschen zusammenwürfeln hier. Kies, Bruchstein. Nervt mich das Kies mehr, als dass es was bringt. Muss das hier zum Schluss noch so viel Kies sein? Oh, jetzt haben wir dann die Border. Hier ist sie, die Border. Ja gut, die Minütchen nutzen wir natürlich noch. Ich buddel mich jetzt hier einfach nach Osten. Ganz einfach. Ganz einfaches Ding. Ups. Ja, mit dem Bogen lässt sich's natürlich am besten fahren. Aber weißt du was, ich geh da ein bisschen weiter in die Richtung noch. Nicht so Lust, direkt an der Border zu sein. So, genau. Weiter geht's. So viel Erde hier unten hat man auch selten. Habt ihr schon die neue Mall gesehen auf Hopfen? Die Mall hat sich erneuert. Sind wir umgezogen? Ich habe ja da auch einen Shop drin. Sieht schon geil aus und wir haben mehr Platz. Aber ich habe jetzt irgendwie Probleme, da Blöcke zu setzen, obwohl ich getrustet bin. Nervt mich hart, dass ich den Shop nicht fertig machen kann. Und wieder irgendjemanden anschreiben muss, der mir das Problem löst. Ja. Nervig. Aber ist halt so. So, letzten 2 Minuten. Ah, jetzt sind es denn nur noch 1 Minute. Komm schon, irgendwas finden wir schon noch in dieser Minute. Wenn es nicht so viel Kies hier immer gäbe. So. Ich mache hier mal noch den Home hier hin, falls ich später mal noch weiter buddeln will. Komm, das ist noch drin. Ja, das ist noch drin. Ich denke, es werden jetzt auch die letzten Erze sein, die wir hier noch mitnehmen können. Da hinten haben wir auch noch eines. Und dann sind wir sehr wahrscheinlich durch. Oh, komm, das liegt auch noch in der Zeit. Was für ein Glück wir doch noch haben. So gut. Okay, nehmen wir das noch auf hier. Einmal, es sieht weg. Und
Ja, wir haben eine Stunde geschafft. Jetzt ist 20:00. Ich gehe jetzt zurück. Das heißt, home. Hier. Und kann ich das so rückwärts? Ah. Und brenne das ganze Zeug durch. Wir können das noch kurz miteinander in eine Kiste schmeißen oder in mehrere. Ich habe hier so zwei Schalker. Geht natürlich gut, wenn man ein volles Inventar hat. Sehr schlau. Platzieren wir jetzt mal hier hin. Einfach der Müll dahin platziert. Sehr gut. So. Und die dritte noch. Das sollte genügen. Dann tun wir mal das ganze, die ganze Steinkohle hier rein. Ganzen Kies hier rein. Dann noch Eisenerz, Gold, Eisen. Die Edelmetalle schmeißen wir hier noch rein, damit wir einen ungefähren Überblick haben. Redstone, Lapis und ja gut, die Kohle können wir dann hier rein tun. Und das ist noch, ja, das behalte ich nicht. Das behalte ich nicht. Weg, 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 weg. Genau. Ich habe ja noch in der EC, genau, hä? Das, 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 das. Einmal Steinkohle rein. Dann die ganzen Eisenerze und Gold. Okay. Ich mache das jetzt so, damit ich das ganz genau hier reinschmeißen kann. Offen, einmal durchbrennen. Hier schauen, ist alles leer bis auf die Eimer. Dann kann ich nämlich einfach diesen hier machen und das hier reinkippen. Und schon startet's. Genau. Das noch und das noch. Und das. Wir sehen uns wieder. Wenn ich fertig bin mit Durchbrennen, dann schauen wir kurz an, wie viel das Ganze gegeben hat. Also, ich meine, mengenmäßig. Und dann gehen wir zusammen verkaufen. Und sehen live, wie viel Geld wir machen oder wie viel das Ganze gegeben hat. Ich werde noch kurz auf die Bank gehen und die 130 Mark wegtun, dann sind wir sicher auf Null. Also bis später, Tülü. So, da bin ich wieder. Und zwar ging es ein bisschen länger als gedacht. Ja, so eine Stunde. Eine Stunde lang bin ich am Brennen gewesen. Jetzt habe ich meinen zweiten Kant rausgenommen, rausgeholt, damit wir das ganze Zeugs auch verkaufen können und das Geld hier eins zu eins sehen, denn mit diesem Account habe ich sicher keine Shops. Und ja, wäre doof, wenn ich während dem Verkaufen plötzlich irgendwas noch in einem Shop verkaufen würde und dann das Ergebnis verfälscht würde. Wir machen das so. Beginnen werden wir mit dem Kies und dem Smaragd erst. Da gehen wir an einen Ankaufshop von einem Spieler. Danach können wir den ganzen Rest hier verkaufen. Ihr seht, ich habe das mal zu Blöcken gecraftet, größtenteils, damit man ein bisschen mehr Platz hat. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, vier, fast fünf Blöcke, also Stackblöcke Kohle, fast drei Stacks Redstone-Blöcke und zwei Eisenblöcke Stacks und hier nicht circa einen halben Lapislazuli Block Stack. Hier habe ich das nicht zusammengecraftet, das sind zwei, vier Goldbarren Stacks. Und noch etwas mehr als ein Stack Dias hat es gegeben.
Hier drei Stacks Keys habe ich noch mitgenommen. Jo. Die können wir auch verkaufen, nicht direkt am Spawn, aber das rechnen wir jetzt auch zum Gewinn dazu. Gut. Jetzt machen wir das am besten so. Die Blöcke kippen wir hier in die Endertruhe. Das können wir nachher direkt verkaufen. Die, das machen wir auch zum Schluss. Ich denke, wir verkaufen vielleicht zuerst Kohle, dann Gold und irgendwie so ein bisschen aufgeteilt. Kommen wir schmeißen alles rein. Dann gehen wir zuerst Kies verkaufen. Also, das ist jetzt übrigens alles. Hier habe ich nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr runtergekommen. Das ist auch fertig. Das ist wirklich alles, was wir oder was ich in dieser Stunde gefarmt habe. Okay, gehen wir mal auf Hopfen und gehen zu einem Ankaufshop. Hier können wir zum Beispiel die Smaragderze verkaufen. Das sind 40 pro Stück. Mal schauen, ob er alle nimmt. Zack. Haben wir schon ein bisschen Geld. Die Erze haben jetzt bereits 400 Mark gegeben. Dann Kies können wir auch verkaufen, die drei Stacks. Für 13 Mark pro Stack. Das hat jetzt natürlich nochmals 39 Mark gegeben, hä? Jetzt sind wir bereits auf 439 Mark. Einfach weil ich Bock habe, gehen wir jetzt auf Malz, das Zeug zu kaufen. Kann man natürlich auf jeder, auf Hopfen und auf Gerste, spielt keine Rolle. Wir machen das so. Beginnen wir am besten mit dem Kohlenblöcke, genau. Die craften wir ganz einfach mal um. Ja, ich mache jetzt mal zwei. Hauen die rein. Das gibt schon 700 Mark. Dann craften wir wieder welche um. Ich habe immer Angst, dass ich da zu viel im Inventar habe. So. Das gibt wieder 700. Und nochmals 100. Wo stehen wir? Ah, das hat es schon aktualisiert. Jetzt sind wir schon bei 2100 Mark mit den Smaragdblöcken, dem Kies und der Kohle. Wir können aber noch weitermachen. Was ist denn sonst noch so teuer? Also das hat jetzt schon mal am wenigsten gegeben. Pro Netherquarz wäre noch schlechter. Ja, da machen wir mit dem Redstone weiter, oder? Da hat man zwar meistens relativ viel. Ja, Eisen habe ich zwar auch viel, hä? Craften wir mal das Redstone wieder zurück. Gut. Ah, ja, seht ihr? Vorher hatten wir bei einer Füllung irgendwas mit 700 und hier bekommen wir schon 1140 für eine Füllung. Dafür haben wir natürlich nicht so viel wie bei der Kohle. Jetzt sind wir bei 3.500, also wenn wir sagen, meine Schätzung von 4K erreichen wir ganz sicher. Ja, wir haben noch ganz viel Eisen, was jetzt noch zu verkaufen ist. Also 4K sollte kein Problem sein. Also machen wir weiter. Was wäre das nächste? Ja, genau. Ja, natürlich mal das Eisen, hä? Oder sollen wir Gold? Go komm, wir machen Gold. Gold habe ich nicht so viel. Verkaufen wir zuerst das Gold. Das Gold aus einer Stunde gibt nochmals 325 Mark. Nehmen wir sehr, sehr gerne. Dann das Eisen. Ups, falscher Ding. Eisen craften wir wieder zurück. Gut. Und rein damit. Das ist jetzt nicht eine komplette Füllung. Seht ihr, hier habe ich nur 40. Aber hier gibt es auch schon mehr wie beim Redstone. Gut, also mit dem Gold und mit dem Eisen dazu
sind wir bereits bei 5400 Mark. Richtig geil, oder? Und jetzt haben wir noch irgendwas zu verkaufen. Natürlich Lapis Lazuli haben wir noch. Und zum Schluss dann noch die Dias. Ja, Lapis Lazuli gibt natürlich auch nicht so viel. Aber ja, wieder 300 Mark. Ja? Gut. Und jetzt noch die Dias. Dias oder Dia-Erze könntet ihr natürlich auch irgendwo in einem Ankaufshop verkaufen. Ich mache das jetzt einfach hier rüber. Das sind nochmal 270. Ah, nein, mehr. 300 Mark. Perfekt. Das heißt, wir sind bei... wir haben genau die 6K geknackt. Geil. Also, 6000 in einer Stunde sind möglich. Das ist doch super, oder? 6K. Schon viel Geld. Und mit einer Stunde Aufwand ohne... Ja. Das war jetzt nicht wirklich mega risikoreich oder so. Das war gemütliches eine Stunde Farmen. Also auf Horseblocks kann man definitiv einfach Geld machen, wenn man will. Wenn man ein bisschen Zeit investiert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Genießt das nächste gesamte Jahr. Ich hoffe, ihr startet gut. Bei mir geht es jetzt noch ein bisschen. Ist erst 21 Uhr. Aber wahrscheinlich mache ich heute durch. Bleib hier auf dem Server und starte das neue Jahr auf dem Server. Also, tschüss zusammen. Ciao, ciao.